Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem allerersten Sommerfavoritenvideo. Das ist jetzt hier mein erster Sommer quasi auf YouTube und ich habe hier ein paar Favoriten mir zusammengesucht, die ich diesen Sommer wirklich sehr, sehr gerne benutzt habe und die möchte ich euch gerne einmal vorstellen, euch ein bisschen was zu erzählen und wenn ihr Lust habt auf das Video, bleibt einfach dran und dann geht's auch schon gleich los. So, fangen wir einmal an mit dem ersten Produkt, was mega, mega wichtig und toll ist. Und zwar geht es einmal um diese Nivea Sun Gesichtscreme. Das ist ein mattierender Sonnenschutz mit einem Lichtschutzfaktor von 30. Die ist mega toll. Ich finde sie super. Das war ein Produkttest von Nivea. Da durfte ich sie testen und ich bin so froh, dass ich das bekommen habe. Denn, seien wir mal ehrlich, ich bin ein Mensch, der hat vorher nie einen Sonnenschutz so tagsüber im Gesicht benutzt. Ich weiß, es ist wichtig, es beugt der Hautalterung vor, es schützt die Haut vor Umwelteinflüssen, vor UV-Strahlen. Und ja, also diese Creme ist auf jeden Fall mein täglicher Begleiter diesen Sommer gewesen. Ich glaube, ich habe damit auch schon im Frühjahr angefangen, weil ich den Produkttest schon dort bekommen habe. Ich glaube, im April ging das los. Und seitdem benutze ich sie auch wirklich schon täglich. Sie fettet nicht, sie zieht schnell ein. Es ist ein ganz tolles Produkt. Und wie gesagt, ich bin froh, dass ich sie ausprobieren durfte. Somit habe ich das kennengelernt. Ich habe mich diesen Sommer auch überhaupt nicht einmal verbrannt. Weder am Körper noch im Gesicht. Also diesen Sommer hat das eigentlich alles ganz gut geklappt. Und ich bin auch mal ganz fleißig mit dem Eincreme gewesen. Und was ich auch sowieso ganz wichtig finde. Ich habe mit meinem Körper angefangen diesen Sommer mit dem Lichtschutzfaktor 30 und bin dann auf 20 runtergegangen. Und damit habe ich auch mich bis zum Schluss eingecremt, also mit dem Lichtschutzfaktor 20. Und ich habe mich nicht verbrannt und es ist alles gut gegangen. Und ja, also mega tolle Gesichtscreme, kann ich nur empfehlen. Noch ein ganz, ganz tolles Megaprodukt. Davon habe ich euch in meinem letzten Haul erzählt. Und zwar geht es einmal um dieses Bodygel von DM mit Aloe Vera. Es spendet Feuchtigkeit und belebende Frische. Ich habe das Produkt letztes Jahr kennengelernt und habe es den ganzen Sommer letztes Jahr benutzt. Und als es dieses Jahr wieder bei DM eingezogen ist, habe ich mir gleich wieder eins geholt, eins als Backup. Ich finde dieses Produkt mega toll. Es kühlt wirklich die Haut, es erfrischt die Haut, es spendet Feuchtigkeit, es sind keine trockenen Hautstellen mehr vorhanden. Es macht die Haut so mega zart und weich. Also ich finde die mega. Und wenn es richtig warm ist, stellt sie euch im Kühlschrank, tragt sie euch danach auf. Und also ihr habt eine ganz, ganz tolle, erfrischende, so ein Bodygel und also wirklich ganz, ganz tolles Produkt. Und ich gehe auch mal ganz stark davon aus, dass es die nächstes Jahr wieder geben wird. Und auch da werde ich sie mir definitiv wieder nachkaufen. Ja, bleiben wir noch einmal bei den Sonnencremes bzw. Sonnenöl. Wenn ich mich eine Zeit lang halt eingecremt habe, am Schluss folgt immer, wenn ich schön braun bin, das Sonnenöl. Also. Und da habe ich mir ja jetzt das mit dem Lichtschutzfaktor von 15 nachgekauft. Ich zeige euch jetzt einfach die neue Flasche. Die alte ist so verranzt und ölig und die möchte ich jetzt hier nicht in die Kamera halten, weil die sind einfach nicht lange schön, diese Ölflaschen, oder? Geht es euch da anders? Ich finde, dieses Sonnenölspray, das ist irgendwie ruckzuck vermodert die Flasche, also keine Ahnung. Jedenfalls habe ich das noch mit einem Lichtschutzfaktor von 20 gehabt. Was ich ein bisschen besser fand, das gab es aber leider nicht beim Rossmann und ich brauchte noch ein neues. Aber leider war dann der Sommer schon vorbei. Ja, ich glaube, er kommt auch nicht mehr wieder. Ja, hätte ich mir dann quasi dieses Jahr sparen können, aber wer weiß das schon. Und ja, jetzt habe ich eins mit dem Lichtschutzfaktor von 15. Jedenfalls ist das Sonnenölspray für mich jeden Sommer ein Muss. Ich benutze es einfach immer, wenn ich schon schön gebräunte Haut habe, zum Schluss. Dann nehme ich nicht mehr die Sonnenmilch, sondern benutze einfach nur noch das Öl und es macht die Haut schön weich, geschmeidig und ich bilde mir einfach ein, dass ich dadurch mehr Farbe bekomme.
Ja, jetzt kommen wahrscheinlich die Leute, die sagen, nein, du, nur weil du Öl benutzt, bekommst du nicht mehr Farbe. Lass mich bitte dem glauben. Ich habe einfach das Gefühl und es macht mich glücklich. So. Öl ist für mich ein absolutes Muss im Sommer. Ja. Dann auch ein absolutes Muss für schöne Füße im Sommer. Noch wichtiger finde ich als im Winter. Im Winter auch natürlich immer sind gepflegte Füße ein Muss, aber im Sommer sieht die ja auch jeder. So, also gehört für mich eine Fußbodder dazu. Ich bin sowieso jemand, der seine Füße, glaube ich, als allerletztes pflegt. Ich vergesse die immer. Ich vergesse einfach immer meine Füße irgendwie. Ich versuche mich so sehr zu bessern und ich habe immer eine gute Phase und dann lässt sie wieder nach. Geht euch das genauso? Ja, auf jeden Fall. Fußbutter. Ganz wichtig im Sommer für mich. Einfach schön gepflegte Füße in Sandalen. Für mich gehört auch zum Sommer einfach ein schöner Nagellack auf dem Fuß. Schön rot, pink. Egal, was das Herz begehrt. Blau, grün, egal. Was ihr mögt. Ich liebe schöne gemachte Fußnägel und schöne zarte Füße im Sommer. Aber wer von euch mag das nicht? Ich denke mal, da sind wir uns alle einig. Die gehört auf jeden Fall für mich dazu. Kommen wir ein bisschen zu was Düfteligem. Und zwar ist für mich ein absoluter Sommerduft von, ach, wie heißt es? Thierry Mugler, das Eau de Cologne. Das riecht einfach so frisch und oh, ich bin ein ganz, ganz schlechter Duftbeschreiber. Aber bitte, wenn ihr das mal irgendwo seht, riecht da dran. Das Eau de Cologne ist für beide, für Frauen und für Männer. Es riecht einfach so nach Frühling und Sommer. Einfach schön frisch. Es hält gut. Es ist nur ein Eau de Toilette, aber trotzdem hält es irgendwie den ganzen Tag. Und das gehört für mich einfach in den Sommer. Das, ja. Ich habe es schon länger und darum, weil im Winter benutze ich es gar nicht. Und das ist für mich einfach ein Sommerduft. Und ja, ich zeige euch noch zwei, drei andere Parfums. Wie gesagt, seid mir bitte nicht böse, wenn ich das nicht so gut beschreiben kann. Aber das sind jetzt einfach nur meine Sommerfavoriten. Wenn ihr da Interesse dran habt, geht und einfach mal bei Douglas seid oder keine Ahnung, schnuppert einfach mal dran. Also es sind ganz, ganz tolle Düfte. Dann habe ich hier noch, oh Gott, was ist das? Lancôme de Lingerie. Das ist auch so ein richtig schöner Frühlings-Sommerduft. Ganz, ganz frisch. Das ist aber auch ein Eau de Toilette, glaube ich. Wartet mal. Ja, das ist ein Eau de Toilette, aber trotzdem, also es duftet nicht so stark. Es ist schön leicht auf der Haut. Es verfliegt über den Tag. Natürlich in den Klamotten hält es länger. Abends auf der Haut habt ihr es jetzt nicht mehr. Aber das ist so ein ganz, ganz frischer. Och Mann, ich kann das auch so schlecht beschreiben, Leute. Aber ihr müsst mal dran schnuppern. Das riecht so, so gut. Ganz lecker. De Lingerie von Lancôme. Ganz toller, frischer Duft. Ich weiß gar nicht, wie oft ich mittlerweile das Wort frisch gesagt habe, aber gut, das hört jetzt beim nächsten Parfum auf, denn und zwar geht es hier einmal um das Job Le Bain. Ich weiß nicht, ob das einer von euch kennt, aber das ist ein absoluter Sommerduft für mich, weil ich finde, das riecht nach Creme. Das ist so ein ganz, ganz toller, cremiger Duft und der gehört einfach für mich in den Sommer. Den benutze ich auch wirklich nur dann und ich finde es ganz toll. Das ist überhaupt kein frisches Parfum. Nein. Das ist so ein bisschen stärker, aber eben cremiger. Ja, es tut mir leid. Ich bin echt nicht gut im Düfte beschreiben, aber die gehören halt für mich in den Sommer. Dann hatte ich noch ein neues
Parfum für mich entdeckt. Und zwar war das nur eine kleine Probe von der lieben Andrea. Bei Instagram hatte ich euch mal ein Foto gepostet. Und zwar hat sie mir da drei Produkte zum Testen zugeschickt. Ich soll die einfach mal ausprobieren. Und für mich sind diese drei Produkte wirklich mega. Ich zeige euch die einmal. Und zwar geht es einmal um diesen neuen Damenduft. Pure heißt der, von Guido Maria Kretschmer. Das ist ein ganz, ganz toller, zarter, sanfter, blumiger Duft. Also der ist wirklich, und der riecht auch den ganzen Tag. Das ist auch ein Parfüm. Und also der ist nicht aufdringlich, überhaupt nicht. Der ist wirklich ganz sanft und zart und duftet den ganzen Tag. Und man hat irgendwie immer so eine kleine Spur hinter sich, wenn man irgendwo langläuft. Also ich habe mich mit dem Parfum den ganzen Tag gerochen und das ist auf jeden Fall für mich auch ein ganz, ganz toller Duft für den Sommer jetzt, so langsam für den Übergang. Es ist jetzt nicht sehr sommerlich, aber es passt auf jeden Fall noch gut in den Herbst. Ganz, ganz toller Duft, Pure von Guido Maria Kretschmer. Ja. Ich wusste gar nicht, dass der Parfum macht. Ich wäre auch nie auf die Idee gekommen, mir irgendwie bei dem was so anzuschauen, vom Duft her. Aber echt, ich bin sehr überrascht. Positiv. Ja, bleiben wir einfach gleich mal bei der lieben Andrea. Ich habe hier noch zwei weitere Produkte von ihr, die ich wirklich ganz, ganz toll finde für den Sommer. Ich zeige euch die einmal. Und zwar ist es hier einmal diese Gel Cream mit Aloe Vera. Aloe Vera ist ja sowieso total erfrischend, leicht. Für den Sommer finde ich es echt ganz super. Es spendet viel Feuchtigkeit. Und diese Gelcreme, die ist halt mit viel, also sie spendet viel Feuchtigkeit. Und das ist so ein ganz, ganz tolles, so eine mousige, leichte Textur. Die kommt hier einmal aus so einem Pump-Hub raus. Und ja, also wie so ein Mousse kommt sie da raus. Ihr tragt sie euch auf. Ihr braucht wirklich nicht viel von dem Produkt. Sie lässt sich mega gut einarbeiten, verteilen, sie zieht schnell ein. Sie hinterlässt wirklich so ein ganz tolles, frisches Hautgefühl, macht die Haut ganz weich und zart. Also ich bin echt mega begeistert von dem Produkt. Ich finde es total toll. Ich benutze es mittlerweile morgens und abends. Ich habe es am Anfang jetzt nur morgens ausprobiert, aber mittlerweile nehme ich sie auch abends. Ich finde die super, echt. Ganz, ganz toll. Vielen lieben Dank, liebe Andrea, nochmal an dieser Stelle, dass ich das ausprobieren durfte. Ich bin mega überrascht von dem Produkt. Echt super. Dann bleiben wir gleich noch einmal bei Aloe Vera. Und zwar habe ich auch hier diese Hydra Express Face Mask. Und zwar habe ich die jetzt dreimal benutzt. Und zwar hatte ich, wenn ihr wirklich das Gefühl habt, ihr habt trockene Haut, dann nehmt euch diese Maske. Tragt sie euch auf in einer etwas dickeren Schicht, nicht zu dünn. Und sie wirklich innerhalb, also die braucht auch nur 3 Minuten. Die Haut holt sich aus dieser Maske raus, was sie braucht. Und wenn ein bisschen was übrig bleibt, nehmt ihr das einfach mit einem Wattepad ab oder mit einem Kosmetiktuch. Und eure Haut ist sofort mit Feuchtigkeit versorgt. Sie ist total erfrischt. So aufgepolstert, wirklich ein ganz, ganz tolles Gefühl. Ich kann das so schlecht beschreiben. Die ist mega, echt. Die ist auch mit Bio-Wildrose-Extrakt und was steht hier sonst noch irgendwas? Nein. Aber wie gesagt, wenn ihr wirklich das Gefühl habt, ihr habt in dem Moment irgendwie trockene Haut, ihr braucht einen Feuchtigkeitskick, dann nehmt diese Maske und ihr seid sofort mit Feuchtigkeit versorgt. Ganz, ganz tolles Produkt. Die liebe Andrea hat da auf ihrer Seite bei Instagram so einen Link, wo ihr die Produkte bestellen könnt. Ich verlinke euch das gerne einmal unten in der Infobox, diesen Link. Die Firma heißt LR. Ich weiß nicht, ob das vielleicht jemand von euch kennt. Ich kannte es vorher noch nicht, aber die haben ganz, ganz tolle Produkte. Ich habe mich da mal so ein bisschen umgeschaut und die haben ganz viel mit Aloe Vera. Es gibt ja viele von euch, die auf diese Produkte auch total stehen und lieben. Ja, also wie gesagt, ich verlinke euch
ihre Seite einmal in der Infobox oder wenn ihr Fragen habt zu den Produkten oder so bei Instagram. Ich verlinke euch gerne auch ihren Instagram-Kanal einmal und ja, da könnt ihr sie gerne mal anschreiben, anfragen, wenn ihr da irgendwie was wissen möchtet. Ist eine ganz, ganz liebe. Und auch an dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, Andrea, dass ich das ausprobieren durfte. Ich bin mega begeistert, überrascht von den Produkten. Ich finde es ganz toll und ja, hat mich auf jeden Fall überrascht. Aber positiv, wirklich. So, kommen wir zu den nächsten Produkten. Jetzt geht es einmal nur noch um dekorative Kosmetik. Im Sommer benutze ich nicht viel. Aber so ein paar leichte Sachen benutze ich dann auch mal. Oder wenn man halt mal irgendwie doch mal essen geht oder so, dann trägt man sich ja doch ein bisschen was auf. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach bei dem Teint an, arbeiten uns dann einfach langsam Richtung Augen, Lippen, so alles, was dazugehört. So, Teint fangen wir an mit L'Oreal Skin Paradise, die Tinted Water Cream. Ich finde sie mega toll. Das ist so ein getöntes Feuchtigkeitsfluid für einen gesund aussehenden Glow. Es hat einen Lichtschutzfaktor von 20. Sie ist wirklich mega feuchtigkeitsspendend und auch so nass auf der Haut. Also wirklich ein ganz, ganz tolles Produkt. Ihr tragt sie am besten mit den Händen auf. Ich habe beides ausprobiert. Einmal noch mit dem Pinsel und mit dem Schwämmchen. Das hat beides absolut bei mir überhaupt nicht funktioniert. Nehmt die Hände und ihr habt sofort ein total durchfeuchtetes Gesicht. Mega strahlend. Ich habe mir noch immer so ein bisschen die T-Zone dann abgepudert, weil da mag ich das nicht so gerne, wenn ich da so glänze. Aber ansonsten hier außen hat die wirklich ein ganz, ganz tolles Strahlen hinterlassen. Ist total leicht auf der Haut. Ganz tolles Produkt. Gehört für mich auf jeden Fall in den Sommer. Ja, so. Weiter geht's mit einem Bronzing Powder, was ich für mich einfach komplett fürs Gesicht genommen habe. Das habe ich, und zwar ist es von Maybelline, dieses Terra Sun Powder in der Farbe Light Bronze 01. Es duftet jetzt nicht unbedingt mega gut, aber das Produkt an sich ist sehr schön. Ich habe das jeden Tag eigentlich benutzt für, es ist sehr hell, also als es ist ja auch ein Bronzing Powder, so werdet ihr das, nee, so kann man das auch überhaupt nicht sehen auf meiner Haut. Also ich habe das jeden Tag einmal benutzt, um mich ein bisschen abzupudern, damit ich nicht so glänze über den Tag. Und einfach fürs ganze Gesicht habe ich das benutzt. So, und das war für mich für den Alltag eben so ein bisschen abgepudert, völlig in Ordnung. Ne? Also das fand ich dafür echt super, habe ich halt gern benutzt diesen Sommer. Mega umgehauen hat mich die Sungasm LE von Catrice. So, und zwar habe ich mir da diesen Luminizing Bronzer geholt. Ein mega tolles Produkt. Ihr seht das wahrscheinlich im Fännchen. Total pulverig, krümelig, aber das ist so egal. Der ist mega pigmentiert und der hat eine ganz, ganz tolle Leuchtkraft. Ich trage ihn auch heute auf dem Gesicht und dieser Bronzer, der hat mich echt umgehauen. Ganz, ganz tolles Produkt. Ich liebe den. Wenn ich mir Bronzer aufgetragen habe, dann im Moment echt nur noch den. Ich bin so froh, dass ich mir den geholt habe. Das ist die Frage das ist die Farbe 1001 Golden Ecstasy. Den gab es noch eine Nummer dunkler, aber der war mir viel zu dunkel. Das ist wirklich ganz, ganz toller Bronzer. Ja. Seidig-weicher Bronzing-Puder mit subtilem Glow für einen natürlich schimmernden Teint. Genau, also der ist nicht matt, der ist wirklich so strahlend und ja, ganz toll. Wird mein täglicher Begleiter, ich glaube auch im Herbst. Als nächstes habe ich einen Blush. Und zwar ist der, glaube ich, schon seit 3 oder 4 Jahren mein Sommerblush. Und zwar ist das von Maybelline. Dieses Produkt.
Das ist die Farbe 100 Peach Pop. Ein ganz, ganz toller Aprikot-Terrakotta-Ton. Mega schön. Ganz, ganz tolle Frühlings-Sommerfarbe. Einfach auf den Wangen. So ein richtig schönes, so ein schöner Farbklecks. Ne? Also wenn man eh schon ein bisschen gebräunter ist dann oder so, dann kann man sich ja auch so ein bisschen was Farbigeres irgendwie auf die Wange geben. Das gibt halt so einen richtig schönen frischen Kick im Gesicht. Sehr, sehr schön. Ich liebe diese Farbe im Frühling, Sommer. Immer wieder greife ich zu der. Dann habe ich eine Wimperntusche. Und zwar habe ich mir die dieses Jahr geholt. Das ist die Paradise Ecstatic von L'Oreal. In der Farbe 01 Sandalwood Wonder. Ich wollte so gerne mal eine braune Mascara haben. Und ich habe in der Drogerie nirgendwo eine gefunden, außer von L'Oreal. Sie ist aber, ich weiß nicht, ob sie parfümiert ist, also der Duft gefällt mir überhaupt nicht. An sich so, ich finde das Bürstchen mega toll. Für den Alltag einfach braune Mascara, es wirkt so natürlich. Ne? Einfach ein bisschen Puder, das Gesicht abpudern, die braune Mascara, ein bisschen Lippenpflege einfach auf die Lippen auftragen und fertig einfach für den Alltag auf der Arbeit, wenn es wirklich nicht viel sein soll, nur eine Kleinigkeit. Ich finde, es sollte viel mehr braune Mascaras geben in der Drogerie. Ich weiß nicht, wie es im High-End-Bereich ist, aber in der Drogerie finde ich jetzt nur L'Oreal, die eine braune Mascara haben, finde ich ein bisschen schwach. Ich glaube, das würden sich, glaube ich, einfach noch viel mehr Leute holen. Oder täusche ich mich da? Bin ich da die Einzige, die auf so Natürlichkeit da denn mal so an den Wimpern steht? Ja, aber wie gesagt, der Duft L'Oreal gefällt mir nicht so. Weil wenn ihr nicht auf so Parfum steht, also, oh, das kann ich schlecht beschreiben. Wenn ihr die auftragt auf die Wimpern, ihr riecht wirklich den ganzen Tag immer mal wieder so einen kleinen Hauch von dieser Mascara. Und wenn ihr diesen Duft nicht mögt, ist es nicht so angenehm. Ich finde es jetzt nicht so schlimm, aber ich finde den Duft jetzt auch nicht so atemberaubend. Gut, und so ein bisschen stört es mich. Aber ich finde das Produkt halt toll und deswegen benutze ich es einfach. Ich finde diese braune Wimperntusche einfach super und begleitet mich viel durch den Alltag und ich möchte nicht drauf verzichten und ich nehme das dann halt in Kauf, dass es halt den ganzen Tag immer mal wieder so ein bisschen riecht. Und ja, vielleicht ziehen da einfach noch ein paar mehr Marken nach. Ich würde es mega toll finden, wenn man einfach noch ein bisschen mehr von der braunen Mascara in der Drogerie finden würde. Dann kommen wir jetzt noch einmal zu ein paar Lippenprodukten. Und zwar gibt es von Rival de Loop diese Lip Balms. Ich habe eben schon die ganze Zeit gesucht. Ich habe da zwei Farben von. Einmal die 03 und ich glaube, der andere ist die 01. Das ist jetzt der dunkelste Ton. Die sind wirklich ganz, ganz schier auf den Lippen. Ich habe den halt, wie gesagt, in der 01 noch. Da seht ihr einfach wirklich nur so einen ganz leichten Schimmer auf den Lippen und das pflegt ganz, ganz toll. Und ich wollte den Lip Balm einfach noch ein bisschen dunkler haben, dass man halt auch so einen kleinen Farbklecks auf den Lippen sieht. Und deswegen habe ich mir den noch geholt. Ich liebe die, ich benutze die täglich einfach als Lippenpflege und ich finde es halt schön, wenn die Lippenpflege so einen kleinen, ja, wenn man das halt so ein bisschen sieht auf den Lippen, dass man da halt was drauf hat. Und wenn das dann mit einer Pflege kombiniert ist, finde ich das super. Ist genau das Richtige für mich und ganz, ganz toll. Und die sind echt nicht teuer. Ich glaube, 1,99 kosten die oder 2,99. Aber selbst das finde ich nicht teuer für so ein Produkt. Dann hat mich auch hier dieses Lippenöl den ganzen Sommer irgendwie immer mal wieder begleitet. Das ist jetzt von Clarins, wirklich nur so eine kleine Mini-Probe. Aber die hält ja gefühlt ewig. Ich habe das wirklich schon so viel benutzt diesen Sommer. Und wie ihr seht, da fehlt noch nicht viel raus. Ich finde das Produkt mega toll. Lippenöl super.
Nicht alle Lippenöle sind so schön. Aber dieses hier von Clarins kann ich nur empfehlen. Das hält schön lange auf den Lippen. Trägt sich nicht ganz so schnell ab. Natürlich, wenn man isst, trinkt oder so, dann geht's ab. Aber es zieht halt nicht ganz so mega schnell ein. Und es versorgt die Lippen die ganze Zeit über, wo es drauf ist. Und pflegt und macht sie zart geschmeidig. Und man hat so einen schönen sheer Gloss auf den Lippen. Also das ist einfach so ganz, ganz toll als Pflege für den Alltag, wenn man nicht unbedingt viel machen möchte. Ne? Dann habe ich jetzt noch zwei Lippenstifte und dann sind wir auch schon fertig. So, Box erstmal weg. Und zwar habe ich hier zwei Lippenstifte noch von MAC. Und zwar ist das einmal die Farbe Fun Fair. Ein Cream Sheen Lippenstift ist das. Das ist so ein schönes Aprikot. Das ist für mich so die ideale, also ein Aprikot-Rosa. Das ist für mich aber so die ideale Sommerlippenfarbe. Könnt ihr das sehen? Ich hoffe. Ganz, ganz tolle Farbe. Und das ist halt so dieses Cream Sheen Finish. Das ist nicht matt auf den Lippen. Das hinterlässt halt so einen Glanz auf den Lippen und versorgt sie mit Feuchtigkeit. Ganz, ganz tolle Farbe für mich, wirklich für den Frühling, Sommer, der regelmäßige Begleiter. Ich glaube, ich habe mir den letztes Jahr geholt und ich habe den auch schon echt gut benutzt. Also, aber da ist zum Glück auch immer noch genug drinne. Und wie gesagt, Fun Fair, ganz, ganz tolle Farbe. Ich glaube sogar, das war mein erster MAC-Lippenstift. Ja. Ich wollte unbedingt mal einen haben. Und bin dann bei uns zu Pieper, in die Drogerie Pieper und habe einfach mal geschaut und habe mich auch beraten lassen. Ganz, ganz tolle Beratung und die hat mir den Lippenstift rausgesucht. Obwohl, nee, ich hatte mir zwei, drei rausgesucht und sie hat mich halt einfach beraten. Ich konnte die da auftragen. Wie gesagt, es war letztes Jahr, das war vor Corona und letztes Jahr im Sommer. Und ja, ganz tolle Farbe. Dann kam dieses Jahr, ist eine neue Farbe bei mir eingezogen. Und zwar, wenn ihr mich bei Instagram verfolgt, dann wisst ihr, ich habe bei einem ganz, 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 ganz tollen Gewinnspiel gewonnen. Und ich habe MAC-Lippenstifte gewonnen. Wirklich, Leute. Ich war so mega begeistert, überrascht. Ich habe mich so gefreut. Ich glaube, welche Frau würde sich nicht freuen, wenn sie 10 MAC-Lippenstifte gewinnen würde. Echt. Also, ich kam irgendwie gar nicht runter von meinem Jubel. Ja, jedenfalls war da eine ganz, ganz tolle Farbe jetzt, die ich gefunden habe mit dabei. Also erstmal mega Packaging. Das ist hier, glaube ich, auch so eine Sonderedition. Das sind ja immer diese, die dann halt so anders gefärbt sind, die Lippenstifte. Und zwar ist das hier so ein tolles, helles Rosa, Rosenholz, Nude, also, aber ich glaube, warte, also das ist hier, ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ich muss aber mal eben schauen. Ich habe den anderen jetzt gerade weggemacht. jetzt, ganz ehrlich, Leute, ohne Shit, das ist fast die gleiche Farbe. Jetzt weiß ich auch, warum ich die Farbe so schön finde. Also, hat jetzt MAC ein Dupe zum eigenen Lippenstift gemacht? Ganz ehrlich. Also der Fun Fair, das ist dieser hier, der ist ein ganz, ganz, ganz kleinen Tick heller, würde ich sagen. Aber ansonsten, seht ihr da einen Unterschied? Also wirklich nur einen ganz kleinen Mini-Tick heller. Ansonsten sind die total gleich. Ich glaube, deswegen finde ich den auch so toll. Deswegen ist das auch mein Ton. Ja, ihr Lieben, das waren sie, meine Sommerfavoriten, meine Sommer-Must-Haves, die mich diesen Sommer und teilweise auch schon letzten Sommer begleitet haben. Und ich denke auch, die mich auch den nächsten Sommer begleiten werden. Vielleicht kennt ihr davon irgendwelche Produkte, schreibt es mir doch gerne mal in die Kommentare. Ich würde mich riesig freuen, wenn wir uns da ein bisschen austauschen. Ganz, ganz toll. Und ja, wie
wie gesagt, vielleicht kennt ihr ein paar Produkte und es sind auch eure Sommerfavoriten. Vielleicht seht ihr das genauso oder ihr sagt, oh mein Gott, nee, das finde ich total schrecklich, was du da magst. Also, wie gesagt, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr davon was kennt und oder was überhaupt eure Favoriten sind. Ob ihr irgendwelche Sommerfavoriten habt, die euch irgendwie schon seit einigen Jahren oder jetzt, ja, also nach, seit einigen Jahren begleiten oder vielleicht, die ihr diesen Sommer erst kennengelernt, gefunden habt. Würde ich mich auf jeden Fall mega drüber freuen. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich super freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst und vielleicht auch meinen Kanal einmal abonniert. Dann verpasst ihr auch kein Video mehr von mir und wir sehen uns beim nächsten Mal auf jeden Fall dann wieder. Und ja, also das, wie gesagt, das war jetzt mein erstes Favoriten, Sommerfavoriten-Video. Wenn euch das an sich gefallen hat, dann würde ich das gerne beibehalten und vielleicht auch später ein Herbstfavoriten-Video machen und ein Winterfavoriten und so weiter und so fort. Und ja, was ich noch mal eben sagen wollte, mein Lippenstift, den ich heute trage, der hat mich ja mega umgehauen. Den wollte ich euch auch noch mal eben zeigen. Weiß nicht. Interessiert euch das auch gar nicht, aber ich wollte euch den einmal zeigen, weil der sieht irgendwie hier in der Verpackung so ganz anders aus wie auf den Lippen. Das ist so ein ganz, ganz helles, schönes Braun. Ich finde, das ist so schon die ideale Herbstfarbe. Ich bin irgendwie schon so langsam im Herbst angekommen. Ich weiß auch nicht, geht euch das genauso? Man kann ja mittlerweile schon wieder Kürbis kaufen und Kürbisbrot und dann bin ich irgendwie so schon im Herbst langsam. Ja, jedenfalls ist das hier so ein ganz, ganz tolles Braun. Ich swatche euch den hier auch nochmal. Aber ihr seht den ja jetzt auch auf meinen Lippen. Aber das ist so ein richtig schönes, helles Herbstbraun. Schaut mal. Da. Oder? Ich finde den mega toll. Das ist die Farbe Mullet Over, ein Powder Kiss Liquid Lip Color von MAC. Ja, ganz, ganz tolle Farbe. Ich weiß ja nicht, vielleicht habt ihr ja auch Lust oder Interesse, dass ich euch die Lippenstifte einfach mal alle zeige, swatche, vielleicht auch auftrage. Wenn ihr da irgendwie mal Lust zu habt, dann schreibt mir das doch gerne auch mal in die Kommentare und dann werde ich mal schauen, ob ich vielleicht mal so ein Video mache. Meine MAC-Lippenstiftsammlung oder keine Ahnung. Also die war ja vorher nicht groß. Ich hatte 3 Lippenstifte vorher und jetzt halt die 10, die ich dazu gewonnen habe. Aber einfach, damit ihr einfach die Farben vielleicht seht, vielleicht habt ihr da ja Lust, Interesse dran, sagt mir gerne mal Bescheid. Und ja, wie gesagt, gut. Wollen wir jetzt endlich mal zum Ende kommen. Ich glaube, ich habe genug geplappert und euch erzählt und gezeigt. Und ach, ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bleibt mir alle gesund und ich wünsche euch einen schönen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Hoffentlich. Macht's gut. Tschüss. Und zwar ist das die Paradise Extate. Ganz schwieriges Wort. Zum dritten Mal. Es ist die Paradise Extate. Meine Güte. Ecstatic Mascara. So. Von L'Oreal.